Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Womo Tibrudis Reise. Und dieses Video ist jetzt noch einmal speziell für Renate. Jetzt werdet ihr euch fragen, wer ist Renate? Ja, weiß ich auch nicht. Aber Renate ist eine Kolumnistin bei der Zeitung Schleswiger Nachrichten, also in Schleswig, der Stadt, wo ich herkomme. Und sie hat gestern eine Kolumne geschrieben und hat dort dann so sinngemäß Folgendes gesagt. Ich kann den Artikel natürlich jetzt nicht veröffentlichen, es wäre ein Urheberrechtsverstoß. Und deswegen kann ich jetzt hier auf dem Marktplatz von Issoire nur mal so kurz wiedergeben. Sie hat geschrieben, ja, der Thorsten Dahl, das bin ich, der hat sich jetzt zum Influencer entwickelt. Ja, kann man so machen, muss man aber nicht, so sinngemäß. Und sagt ihr mal, das wäre ja nichts für sie. Und guckt aber dann trotzdem häufiger mal rein. Erstmal, Renate, lieben Dank für deine Kolumne, finde ich total toll. Ich wollte aber gerne darauf antworten. Das kann ich nur über diesen Weg machen, denn Renate, wir haben einige Sachen gemeinsam und auch einige Sachen eben nicht gemeinsam. Was haben wir nicht gemeinsam? Ja, ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe natürlich eine Vermutung, wer du sein könntest. Ich schätze mal, vielleicht eine ehemalige Redakteurin, die jetzt vielleicht in Rente ist, möglicherweise könnte es sein. Wir haben bei mir auf dem Kanal weiß jeder, wer ich bin, da sind sogar Kontaktdaten. Bei dir kann man keine Rückantwort geben, da gibt es kein Feedback. Bei mir gibt es ein Feedback. Jeder kann in meinem Kanal unten reinschreiben, was er denkt und was er fühlt. Oder hat eine Frage an mich, kann ich dann beantworten. Das kann man bei dir natürlich nicht. Du bekommst wahrscheinlich für das, was du machst, Geld. Ich nicht. Ich mache das völlig für lau. Habe große Freude daran. Bei mir ist der Kanal eben mein Reisebericht. Ich berichte über das, was ich denke, was ich fühle, was ich sehe. Wie gesagt, hier jetzt auf dem Marktplatz von Issoire, da vorne ist der Clock Tower zu sehen. Das kann ich anderen Leuten damit dann ja auch zeigen. Das ist doch eine wunderbare Geschichte. Du gehst durch Schleswig und zeigst anderen, was dir eben halt, ja, was dir auffällt. Der Haken in der Sparkasse auf dem Kundenklo. Das sind natürlich so Momente, die dann auch natürlich was auslösen dabei. Ja, insofern haben wir beide eigentlich doch einiges gemeinsam. Denn du berichtest über das, was du in Schleswig siehst und ich berichte das, was ich auf dem Weg durch Europa in Europa erlebe. Und das finde ich einfach eine wunderbare Sache. Das ist mein persönliches Reisetagebuch, was ich mache, dass ich anderen öffne, wo andere reinschauen können. Wie gesagt, können mir eine Rückantwort geben, können mir antworten, können mir sagen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt oder eine Frage stellen und so weiter. Das kann man bei dir, Renate, natürlich nicht machen. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass du da etwas geschrieben hast. Und ich freue mich auch, dass du da ab und zu mal reinschaust. Und deswegen weiß ich, dass du diese Antwort natürlich sehen wirst. Und deswegen, ja, einmal viele Grüße von Issoire. Und ja, ich habe es auch gesehen, auch wenn ich weit weg bin. Selbst wenn ich, du hast es geschrieben, zuletzt war ich in Portugal, das stimmt. Bin aber jetzt von Portugal jetzt schon wieder in Frankreich angekommen. Ja, und das ist natürlich toll, auch mal andere Marktplätze zu sehen. Und das ist, ja, immer wieder neue Anregungen auch zu kommen, was man auch anders machen kann manchmal. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und insofern will ich jetzt nicht mehr erzählen. Also alles, alles Gute, schönes Wochenende. Viele Grüße vom Marktplatz in Issoire.